Wir machen jetzt eine teilweise Wiederholung. Also das heißt, der Stoff, den wir schon hatten, den brauchen wir jetzt mal wieder. Und zwar in Verbindung mit Winkeln. Wir überlegen uns schnell mal was. Und zwar, naja, so einigermaßen ist es gelungen. Ich habe hier mal einen Kreis skizziert. Einmal rum sind wie viel Grad? Alles klar, 360 Grad, ne? 360 Grad, dann komme ich hier auch wirklich wieder an. Andere Frage. Wir hatten schon mal Fünfecke und allerlei Kram konstruiert. Kleinen Moment mal, hier gibt es eine technische Frage. Und alles geklärt. Und da haben wir doch gesagt, naja, das ist so eine Sache. Wenn ich hier wirklich ein Fünfeck konstruieren will, ja, wie müssten dann diese einzelnen, wie groß müssten diese einzelnen Strahlen denn dann sein? Und wie groß müsste der Winkel dazwischen sein? Und da hat man gesagt, naja, dann müssen wir 360 Grad durch 5 teilen und dann haben wir hier 72 Grad. Gegenprobe, 5 mal 70 ist 350, 5 mal 2 ist 10, passt zusammen. Ne? Und so weiter und so fort. Jetzt zu den Zuordnungen. Und zwar, ich mache das mal ein bisschen farbig. Es geht mir jetzt um diesen Winkel, um diese 72 Grad. 72 Grad. Dann könnte ich doch sagen, es verhalten sich 72 Grad zu 360 Grad. Genauso wie, und jetzt überlegen wir uns was anderes. Jetzt sagen wir wie ein Eintel mal und hier müsste dann ein Fünftel stehen. Ist das logisch? Ich mach's mal anders. Dann nehme ich mal das ein Fünftel weg und schreibe mal, na, 0,2. Ich sage also, 72 Grad verhalten sich zu 360 Grad wie 0,2, was einem Fünftel entspricht, zu einmal rum. Also, einmal ganz rum ist einmal rum. Das ist die 1. Das sind nämlich auch 360 Grad dann. Und das ist nicht ganz so weit rum. Im Gegenteil, das sind ja nur ein bisschen rum. Und zwar nur 0,2 mal rum. So könnte man es auch sagen. Ist das logischer? Ich mache es mal anders. Ich sage mal einmal rum, 360 Grad. Okay, sind wir uns einig. Ne? Einmal bis hierher rum sind 360 Grad. Und wenn ich aber sage, ich gehe nur bis hier und stopp, also von hier angefangen bis hier, dann habe ich ein Halbmal rum. Das wäre nämlich 180 Grad. Also könnte ich in diesem Fall sagen, die 180 Grad verhalten sich zu 360 Grad, genauso wie, mache ich jetzt wieder mal schwarz, ein halb Mal rum, also gar nicht rum, zu einmal komplett rum. Ach, hier habe ich gerade vergessen. Aha. Gut, dann machen wir mal eine Kontrollaufgabe. Am besten ihr nehmt dann gleich, Moment, was zu schreiben. Und zwar, ich sage mal, die Bank, also Sparkasse oder Volksbank oder Raiffeisenbank oder Sparda Bank oder mir fallen jetzt bloß Volksbanken ein, ist egal. Die Bank sagt immer, 360 Tage ist ein Jahr. Die rechnen einfach mit 360 Tagen, ist ein Jahr. Ein Annum. Und wenn jetzt einer hingeht und sagt, Herr Direktor, ich möchte Geld anlegen, das hatten wir ja auch gerechnet, zum Beispiel 10.000 Euro. Und die 10.000 Euro, wie viel Zinsen kriege ich? Und sagt der Bankdirektor, naja, da kriegen Sie 2% Zinsen. Okay, dann sage ich, okay, dann nehme ich das Ganze mal 2%. Ich habe das extra 2 von 100. 2 von 100 heißt 2% übersetzt. Und dann kann man ausrechnen, wie viel Zinsen ich kriege. Nämlich, hier kann ich kürzen, zwei Nullen wegstreichen und jetzt habe ich 100 mal 2, also kriege ich 200 Euro. Das wäre aber für ein Jahr. Wenn ich aber jetzt beigehe und sage, Herr Direktor, ich habe es mir überlegt, ich hatte Ihnen doch vor 60 Tagen, hatte ich Ihnen doch Geld angeboten zum Anlegen. Ja, sagt der Direktor. Nach 60 Tagen muss ich leider das Geld schon wiederholen. Dann kann ich doch auch sagen, naja, Zinsen kriege ich. Ja, sagte der Direktor, das ist kein Problem. Dann kriegen Sie aber bloß 60 Tage von 360 Tagen. Und schon sieht die Gleichung etwas anders aus. Kürzen wir das mal. Also hier streiche ich nur einfach die Nullen weg. 2 mal 100 wäre 200. Und hier kann ich kürzen. Nämlich, ich kann sagen, 60 Tage und 360 Tage durch 60 gekürzt ist hier eine 1 und hier eine 6. Und die Tage kann ich auch kürzen. Also bleibt hier nichts weiter übrig als 100 mal 2 durch 6. Ich kennzeichne das nochmal. Das ist die 100, die Euro
mal 2 durch 6. Und das ist nun mal 100 mal 2 durch 6. Ach, 200 durch 6, sagen wir 180 durch 6 ist 30. Und dann bleiben noch 20 durch 6 übrig. 33, und so weiter Euro. Also rund, jetzt mache ich es mal rund, 33,3 Euro. Naja, vielleicht ist es schon genauer geworden. Ist das logisch? Klar, die Fragen sind mir auch klar. Wir gucken uns nochmal unseren Kreis an hier, diesen Eulenkreis. Ich könnte doch auch sagen, ich nehme mal eine Uhr, und zwar jeder Igel hat so eine Uhr, damit er weiß, wann er aus dem Winterschlaf aufwachen muss. Und der Igelwecker sieht so aus. Der fängt hier an und dann ist er im Wesentlichen in 4 Jahreszeiten geteilt. Aber man könnte auch sagen, wenn der Igelwecker einmal rumgeht, wenn wir hier Winter hatten, Winter, hier haben wir Frühling, hier haben wir Sommer, hier haben wir Herbst, dann könnte ich auch sagen, von hier bis hier sind es rund 90 Tage. Ich lasse jetzt mal die 365 weg, sondern der Igelwecker hat auch plus 360 Tage. Dann sind es von hier bis hier 90 Tage. Und von hier bis hier wären es dann wieder 90 Tage, aber insgesamt, wenn ich mir das, warte mal, dann mache ich das mal anders, mache ich mal einen anderen Kreis. Hier bis hier einmal rum wären es 180 Tage und so weiter und so fort. Und wenn der Igelwecker eben nach 60 Tagen schon Schluss macht, weil der Igel da aufwachen will, weil er den gestellt hat, dann wären das hier 60 Tage. Ich, noch eine Farbe hier. Bis hierher wären das 60 Tage. Und wenn ich das jetzt mit dem Igelwecker vergleiche, dann kann ich auch sagen, naja, Moment mal, dann heißt das ja nicht einmal rum. Und wenn ich bei der Bank Zinsen bekomme, dann kriege ich die auf einmal rum, nämlich einmal das ganze Jahr rum. Und in diesem Fall, wenn ich nach 60 Tagen komme und sage, Mensch, Herr Direktor, ich wollte mir ein Auto kaufen, ich brauche die 10.000 wieder. Und sagte, na klar, kriegen Sie Zinsen, aber nur für 60 Tage, weil ja noch nicht ein ganzes Jahr rum ist. Habe ich das so besser erklärt? So, jetzt sind wir also in der Lage, alle möglichen verrückten Zinsen auszurechnen. Denn wir könnten zum Beispiel auch sagen, ob das jetzt 10.000 Euro gerade sind, aber ich bleibe mal bei dem Beispiel, 10.000 Euro angelegt für 2%, bleiben wir mal bei den 2%. Man kann da jeden beliebigen Prozentsatz hinschreiben. Und jetzt kommt es für einen Tag. 1D durch 360D. Ja, kürz und so weiter. Also die Tage kürzen sich hier nur. Dann muss ich alles, was ich rauskriege, also die 200 Euro nochmal durch 360 teilen. Oder, und der Hinweis kam eben aus der Schülerschaft, sehr schöner Hinweis, was ist denn, wenn ich ein Jahr genau anlege? Ja, dann steht hier oben eine 360 drauf. Und dann kann ich auch gleich sagen, Moment mal, das kürzt sich komplett weg, das kürzt sich auch komplett weg. Und dann steht hier eine 1 und dann kann ich mir die 1 schenken, dann bleibt das wieder bei 200 Euro. Wenn ich das jetzt für mehrere Jahre machen will und nicht den Zinseszinseffekt mit einrechne, dann kann ich hier oben auch zum Beispiel 720 Tage reinschreiben, dann hieße das 2 Jahre. Na, wenn ich das dann kürze, bedeutet das 2 Jahre, dann hätte ich dann 400 Euro. Wobei nicht die Zinseszinsen da drauf kommen, da auf dieses Thema kommen wir dann später mal. Hier gab es, glaube ich, eine Frage. Genau so. Jetzt könnte man die ganze Sache natürlich auch abkürzen, wenn man sowieso nicht auf Tagesgeld, sagt man auch dazu, wenn man täglich an sein Geld rankommt, wenn man da nicht drauf aus ist, sondern man könnte zum Beispiel auch schreiben, wenn ich gleich in mehreren Jahren rechne, dann bleibt hier vorne alles genauso, wie wir es bisher kennen. Und dann schreibe ich gleich hier oben drauf 2 Jahre durch ein Jahr. Und dann komme ich auf entsprechend andere Werte. Oder ich könnte das Ganze hier hinten noch auswechseln und sagen, nö, ich mache das mit Monaten, und zwar meinetwegen 4 Monate geteilt durch hier unten wieder ein Jahr sind 12 Monate. Ich muss bloß, und deswegen ist ja auch das Wichtige, dass ich die richtigen Maßeinheiten hinschreibe, denn wenn ich 4 Monate hinschreibe und jetzt zum Beispiel 120 Tage hier hinschreibe, 4 mal 30, ne? Dann kriege ich hier ein Problem. Wenn ich das nämlich kürzen würde, ohne auf die Tage und Monate zu achten, hätte ich hier mal 10. Das entspräche ja 10 Jahren. Und das ist in diesem Fall nicht richtig. Also deswegen das immer hinschreiben und dann klappt es auch. Das kann man, diese Art zu rechnen, die kann man auch bei vielen anderen Dingen anwenden. Aber mir kam es heute auf die Wiederholung an. Wir machen jetzt gleich mal eine Übung. Also, wie gesagt, hier an der Stelle wird es gefährlich, ne? Deswegen.
Wenn ich hier nicht die gleiche Maßeinheit habe, wie immer eigentlich in unserem mathematischen Leben, dann wird es spannend. Und eben kam auch noch eine Bemerkung. Nehmen wir mal an, ich habe ein Taschengeldkonto und habe da insgesamt 20 Euro mittlerweile drauf. Und ich lasse die liegen, ich habe sie vergessen und ich kriege jetzt hier meine 2%. Jetzt ahnt ihr für ein Jahr, was dabei rumkommt. Ich streiche mal hier die 0 weg. 2 mal 2 ist 4, durch 10 ist 0,4 Euro, also 40 Cent. Ne? Das ist dann lächerlich an Zinsen. Und trotzdem ist es nicht schlecht. Also, daher kommen solche lächerlichen Beträge, wenn da nicht allzu viel drauf ist. Das war jetzt ein Beispiel. Hier geht es nicht darum, wer wie viel Taschengeld hat. Ja, gleich zur Übung. Hier gibt es noch eine Frage. Ich habe es schon fast geahnt. Das ist ähnlich wie bei Zins und Zinseszins. Bloß mal schnell vorher zum Zinseszins. Beispiel, bleiben wir bei unseren 10.000 Euro. Die liegen das erste Jahr da, mal 2%. Und da hat man ja gesagt, das sind 200 Euro. Und ich sage, ich brauche das Geld nicht, ich lasse es liegen. Dann liegt im, das war das erste Jahr. Nachdem das erste Jahr rum ist, bricht das zweite Jahr an und nehmen wir an, das ist auch rum. Aber beim Start des zweiten Jahres liegen nicht 10.000 Euro, sondern 10.200 Euro an, also auf dem Konto. Und ich muss das entsprechend berechnen. Naja, kürzen wir hier die Nullen weg. In diesem Fall geht das noch relativ einfach. Jetzt habe ich 102 mal 2 ist 204 Euro. Ich habe jetzt einfach bloß 102 Euro. 102 ist 204 Euro. Das hieße im dritten Jahr, liegt dann wieder mehr da. Dann habe ich nämlich 10.200, 10.400 und 4 Euro. Und dann wieder mal 2% und das geht dann immer so weiter. Aber da kommen wir dann später drauf, da gibt es eine leichte Berechnungsformel. Genauso ist es, wenn ich ein Taschengeldkonto habe. Und ich mache das mal grafisch. Ich male mal, das sei die Zeit und das sei der Betrag in Euro. Ich schreibe mal gleich Euro hin. Zeit in Jahren. Wenn hier ein Jahr ist, hier zwei Jahre und jetzt in Rot. Ich fange an, ich habe von Oma meinetwegen 100 Euro gekriegt und habe damit die ganze Zeit nichts gemacht, dann habe ich 102 Euro. Dann wären hier also 102 Euro. So, jetzt habe ich aber was abgehoben, weil ich 50 Euro brauche, dann habe ich hier noch 52 Euro. Und jetzt sagt die Bank, okay, wir berechnen von hier, bis zu diesem Tag, berechnen wir dir 102 Euro mal entsprechend der Zeit, so wie wir es hier oben gemacht haben. Deine Zinsen und ab hier, wenn du nichts weiter machst, ach nö, ich nehme noch mal was weg und habe nur noch ganz wenig. Und ab hier berechnen wir dir dann für diesen Betrag die Zinsen und diese ganzen Zinsetappen, die rechnen wir dann bis zum Schluss zusammen. So funktioniert es, damit es auch gerecht ist. Weil ich könnte ja auch sagen, ich fange mitten im Jahr an und lege nur so wenig an. Aber ich hatte ja vorhin mehr angelegt, also bis hierher stehen mir die Zinsen zu, dann stehen mir die Zinsen zu und wenn ich nochmal was weggenommen habe, stehen mir auf dem letzten Betrag Zinsen zu, aber alle insgesamt werden ausgezahlt. Also betrogen wird da keiner. So, zu einer Übung. Wir gehen gleich mal auf dieses Beispiel hier oben ein. Na klar. Ich komme am 1.2. gehen wir zur Bank und sagen, wir haben insgesamt 200 Euro bekommen und die legen wir an zu 3%. Also Zinssatz, klein p, gleich 3%. Betrag, man könnte auch Grundwert sagen, 200 Euro. Betrag sind 3% und das Ganze passierte am 1.2.2014. Im Sommer, und zwar am 30. August, passiert Folgendes. Man klaut uns unser Fahrrad und wir brauchen das Geld und gehen am 31. August zur Bank und brauchen die kompletten 200 Euro. Wie viel Zinsen stehen uns zu? Die Lösung, die müsst ihr euch jetzt ein bisschen anhand der gelernten Formel, ich zeige sie nochmal, selbst erarbeiten. Hier,
diese Formel mit dem Einsetzen und mit den Tagen, die müsst ihr euch jetzt selber zusammenbasteln. Na denn, viel Spaß. 30 Tage, der Monat hat 30 Tage bei uns. Nicht, dass wir uns totrechnen. Ja, jetzt gab es so eine Diskussion. Wieso, hier steht doch 31.8. Wenn ich zum Beispiel auf mein Bankkonto gucke und irgendwelche Zinsen kontrolliere, irgendwelche Zahlungen oder Zinsen, die ich selber zahlen müsste, dann rechnet die Bank einmal am 29. ab, einmal am 28., einmal am 31. Die gleichen das so aus, rein rechnerisch, dass sie das Jahr auf 360 Tage verteilen. Demzufolge hat ein Bankmonat auch 30 Tage. Ne? 30 mal 12 ist 360. Also daher kommen diese unterschiedlichen Abzahlungsraten. Überlegt es euch nochmal, in der Zeit zeige ich nochmal was. Warum ist das das Gleiche? Ganz einfach. Wenn ich hier zum Beispiel erweitere mit 5 mal 5, dann steht hier oben 1 und hier unten steht 5. Wenn ich hier kürze, die Grad kürzen und die Zahlen kürzen, steht hier eine 1 und hier eine 5. Das gleiche kann ich hier drüben auch machen. Also, hier habt ihr schon den Schlüssel dafür, wie das geht. Mit einmal rum, hier Igelwecker, hier die Formeln. Ich möchte es nicht zu lange zeigen. Bastelt euch die Formel selber zusammen. Gut, wir haben ein bisschen mehr als 3 Euro. Eigentlich auch logisch. Wir überlegen uns Folgendes. Grundsätzlich muss ich schreiben, 200 Euro, das ist mein Grundkapital, mal 3%. Und jetzt, entweder ich rechne alles in Tagen, dann habe ich also 7 mal 30 Tage, 210 Tage durch 360 Tage ist gleich. Und dann werden wir sehen, oder eine andere Variante, und da kommen wir dann automatisch hin, die 200 Euro mal 3% mal 7 Monate geteilt durch 12 Monate, weil das ja volle Monate sind, ne? Immer dran denken, der volle August sind auch plus 30 Banktage. Fangen wir mal an hier mit Kürzerei. Ich mache das mal ein bisschen bunter, dann fällt es besser auf. Die Tage wegkürzen, bleibt eine 1. Die Nullen wegstreichen darf man so. 21 und 36, wenn ich das durch 3 teile, habe ich hier oben eine 7 und hier unten eine 12. Ach, oh, hier habe ich auch 7 Zwölftel. Wenn ich hier die Monate kürze, bleiben hier auch 7 Zwölftel übrig. So, kommen wir zum Üblichen. Nullen wegstreichen, freu. 2 mal 3 ist 6. 6 mal 7 durch 12 muss ich rechnen. Aber ich kann hier noch kürzen, die 12 entsprechend 1 und eine 4. Jetzt wird es schon leichter. Und die 2 und die 4 nochmal kürzen, habe ich hier eine 2. Das sind 7 halbe. Ne? Was übrig bleibt, ist das hier. Eine 1 bleibt übrig, das Euro bleibt übrig, hier eine 1. Hier unten diese 1 durch Nullen wegstreichen, hier oben die 7. Die 1en jucken mich nicht, hier die 2. Zu beachten sind lediglich diese hier. Also, das Euro, hier oben die 7 und die 2. Und jetzt kann man ganz einfach rechnen. Jetzt kann man sagen, na gut, dann sind das 7 halbe, also 3,50 Euro. Ich hätte auch 3,5 Euro hinschreiben können, aber das Gleiche kommt hier auch raus. Man sieht das, wenn ich jetzt hier weiter kürze, kommt das auch raus. Ne? Das ist die gleiche Variante. Ich hoffe, das ist klar geworden. Mal eine Frage. Gegeben ist folgender Umstand, und zwar, man hat errechnet, dass eine Filiale eines Backshops in 10 Stunden Öffnungszeit, 10 Stunden offen, pro Stunde 220 Euro Umsatz macht. Man beschließt, weil in den letzten Jahren hat es sich als besser erwiesen, das Geschäft auf 14 Stunden aufzumachen und darauf bezogen den Umsatz. Die Lösung. Jetzt müsst ihr im Prinzip eine ähnliche Formel basteln wie bisher, nur eben nicht mit Prozenten und sowas, sondern mit Umsatz mal dies und das und so weiter durch das und jenes. Mal sehen, ob ihr drauf kommt. Naja. Ich gebe mal einen Hinweis. Ich kann auch sagen, naja, entweder ich schreibe das so. Pro Stunde, 10 Stunden,
Nö, hier 14 Stunden. Ich kann auch sagen, 14 Stunden mal 200, oh, 220 Euro in einer Stunde ist mein Ergebnis. Oder ich sage, wenn er 10 Stunden offen hat, hat er 2200 Euro in 10 Stunden. Und ich möchte aber X wissen in 14 Stunden. Beide Varianten sind möglich. So, also wenn ich das zweite mir schnappe und sage, 2200 Euro in 10 Stunden entspricht, weiß ich noch nicht, in 14 Stunden. Das ist der Erwartungswert, also was die denken, was bei rumkommen müsste, wenn es so weitergeht. Das wird nicht so sein. Aber egal. In diesem Fall komme ich nämlich auf, wenn ich hier die Nullen wegstreiche, auf 220 Euro mal 14 Stunden durch eine Stunde. Und das ist die gleiche Formel wie hier oben. Also manchmal liegt der Trick daran, auch die Formel aufzustellen. Denn auch kommt in diesem Fall raus, 3080 Euro müsste der Umsatz betragen. Ne? Die Nebenrechnung ist leicht, also das kann man sich, da braucht man keinen Taschenrechner dazu. Ich habe jetzt gerade was Böses gesagt, und zwar habe ich gesagt, ich führe euch mal in die Irre. Kommentar aus der Klasse. Oh nee! Naja, gut. Immer ruhig bleiben. Gegeben ist Folgendes, und zwar, ich hatte gesagt, U ist Pi mal D, also Umfang ist Kreiszahl mal Durchmesser. Ein Rad macht bei einer vollen Umdrehung 6,28 Meter. Also das bewegt sich, ne, wenn es rollt, einmal rum, 6,28 Meter. Das wäre gleich dem Umfang. Jetzt die Frage. Wie groß ist die Entfernung, die Strecke S, bei 30 Grad Umdrehung? Das heißt, wenn es überhaupt nicht so weit rollt. Mal sehen. Also ich habe jetzt für die Rechnung eine Verhältnisgleichung aufgestellt und das halt so hingeschrieben. Und dann muss man halt erst mal 30 Grad rechnen. Und das schreibt man dann so hin. Und dann wird, dann habe ich gekürzt. Das sind dann 1 und 12. Und dann 6,28 durch 12 geteilt. Und da kommen dann 0,523 Periode 3 raus, Meter raus. Na klar. Und kannst du den Winkel nochmal zeigen? Und das sind ungefähr, ist ungefähr ein 30 Grad. Winkel. Na klar. Prima. Danke. Der Bund der Steuerzahler errechnet gerne Folgendes, und zwar, wie viel die Leute im Jahr verdienen und ab wann sie für sich selber arbeiten. Ich lasse jetzt mal die Hintergründe weg, sondern wir machen mal folgenden Spaß. Und zwar gegeben ist Folgendes. Ein durchschnittlicher Verdiener verdient 30.000 Euro im Jahr. PA, per annum, pro Jahr heißt das, ist gleich Verdienst. Und er sagt zu seiner Frau, eigentlich genügen uns ja 25.000 Euro. Das heißt, ich könnte die restliche Zeit, brauchte ich gar nicht zur Arbeit gehen. Das heißt, wie viel Zeit müsste er dann nicht arbeiten? Wie viel Zeit entspricht das? Na denn, ihr baut eine entsprechende Formel und dann hören wir uns wieder. Also ich habe das jetzt so aufgeschrieben und Was ist denn das für eine Gleichung? eine Es verhält sich etwas zueinander. eine Verhältnisgleichung. Genau. Und dann habe ich hier x, weil ich das halt noch nicht weiß, und dann halt mal 25.000 Euro und dann ist das hier so und Ja, dann gekürzt. gekürzt alles und dann kommt raus, 300 Tage ist x. Das heißt also, wie viele Monate könnte der sich schenken, sozusagen?
2. Ja, ganz genau. Wunderbar. Es ist ungünstig, wenn man hier nicht mit Tagen rangeht. Denn wenn man zum Beispiel 8,3 Periode, 3 Monate rauskriegt, das ist genauso, als wenn ich an der Kasse, wenn mir der Verkäufer sagt, ich kriege von Ihnen 25 Viertel Euro oder so ein Kram, ne? Dann wird man intern etwas verrückt. Es muss ein praxisgerechtes Ergebnis rauskommen. Ich kann auch nicht sagen, ich habe in 4/4 Jahren schon wieder Geburtstag oder so ein Käse oder 3/4 Jahren. Das geht vielleicht noch, aber das sind alles so Dinge, wenn es auf Genauigkeiten ankommt, dann so. Demzufolge ist es ungünstig, hier in Monaten zu rechnen und noch ungünstiger wäre es, in ganzen Jahren zu rechnen. Das wären 0, und Jahre, kann keiner was mit anfangen. Man kann zum Beispiel nicht sagen, dass 0,7 Jahre gleich 7 Monate sein sollen. Um Gottes Willen, ne? Das ist falsch, das ist nicht gleich, das ist ganz schlimm. Deswegen immer die vernünftigste Einheit raussuchen und dann meinetwegen nochmal umrechnen, wenn es gerade passt. Ein halbes Jahr, das wäre leicht. Aber in diesem Fall machen wir es so. Gut, ich schließe das Video damit ab. Schöne Pause.